Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Unserem Firewurm geht's noch gut, er ist sich noch am Erholen. Alter, sind das 43 oder 14? Ich kann das gerade nicht erkennen. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel reingetan in die Warteliste. Wir machen, wenn Götterfunke fertig ist, erzwingen wir ihm auch hier wieder. Vielleicht finden wir ja Gold. Ich weiß, dass wir jetzt zweimal Stahl gefunden haben. Einmal haben wir auch noch nicht draufgelegt, weil wir zuerst die hier rausholen wollen. Und wir haben jetzt 3 Stück. Ich würde auch ungern mehr als 3 haben. Weil bis jetzt konnten wir, egal wie groß die waren, mit 3 immer alles abbauen. Aber gut, solange hier natürlich noch nicht gebaut werde. Wenn natürlich hier jetzt zuerst das gebaut wurde, würde ich die hier zuerst machen. Weil hier muss natürlich erstmal alles geglättet werden, bis wir wirklich Strom haben und so. Gut, das wird noch einige Tage dauern, da muss ich gar nicht nachgucken. Aber... es läuft doch ganz gut, ne? Klar, es wäre noch besser, wenn wir die Transportbots endlich mal hätten. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt auch den ganzen Stahl aufgebraut. Wir haben ein bisschen Gold, wir haben ein bisschen Silber. Also werde ich wahrscheinlich jetzt hier schon mal auf Stahl gehen, weil die wurden gerade erst geerntet. So, Stahl. Stahl! Da. So, die... ja, die lassen wir noch einmal durchgehen, ne? Die sind, hätte ich gesagt, über 50%, lassen wir sie durchwachsen, unter hätten wir sie weggemacht. Da wir auch überhaupt keinen Stahl im Moment haben, kann ich die hier auch nicht erzwingen, oder? Ich guck mal, ob ich es erzwingen kann. Aber ich meine, hier liegt ein bisschen Stahl rum. So, dann setzen wir die doch um. Dann holen wir oben zuerst raus. Ja, das. Ich muss den dritten nehmen, sonst haben wir einen übrig. Ich hab's vielleicht, wollte ich gucken, ob es reicht. Aber dann machen wir es auch wirklich so. Dann überschneiden die sich extrem hier. Dann werden die beiden aber auch schnell leer, ne, kann man jetzt dazu sagen. Ja doch, komm, den knallen wir da wirklich so rein. Ich habe doch gesagt, ich mache die hier voll. Hat sich wohl nochmal umentschieden. Nun gut, gehen wir mal auf die Kommentare ein. Pascal hat geschrieben, sorry, tragen darfst du gern reinmachen. Ich habe mich vertan, ich dachte, ich mache meinen Beruf nicht. Ah, okay, dann hast du das wahrscheinlich mit dem Tragetag verwechselt. Weil, also wir haben ja unseren Tragetag.
ne, wenn ich jetzt hier auf Trage gehe, dann machst du deinen Beruf auch nicht. Dann hat jeder Tragen als Priorität. Dann tust du natürlich nicht deinen Beruf nachgehen, sondern dann tun alle als allererstes Tragen. Ich meine, können wir ja gerade mal machen, um es hier mal ein bisschen aufzuräumen. Interessant wird es, sobald dieses Lager hier voll ist. Ich meine, Uran ist hier schon voll, aber Uran kann jetzt aber auch schon hier oben hingebracht werden. Wird es sogar schon. Wurde da gerade einer repariert? Ich hab's doch genau gehört. So, eigentlich müssten sie alle hier tragen, weil die tragen ja immer das, was am nächsten dran ist. Ich lasse das Fenster offen, weil ich will eigentlich nicht so lange einen Tragetag machen. Mir geht es nur darum, dass hier nicht alles überkotzt gerade, weil hier alles voll ist. Ich meine, das geht ja schnell. Ich verstehe halt nicht, warum die manchmal das da nicht drauf machen. Untergrund gescannt. Stahl. Oh, das ist sogar relativ nah, ne? Kriege ich die vielleicht zuerst gebaut? Ne, wir haben gar keinen Stahl im Moment. Okay, das war's jetzt für den Tragetag. Wir brauchen wieder Stahl. Also, weiterarbeiten, Leute. Was sollen wir dann vielleicht doch erst die hier unten installieren? Weil die da unten werden doch wahrscheinlich viel eher fertig gebaut. Wenn der Bot fertig ist, so, der will den ganzen Silber hier erstmal wegholen. Wir pausieren Silber, Gold erstmal und Plastahl. Dass wir jetzt... Die anderen haben wir ja nicht. Wobei, Plastahl haben wir auch nicht, können wir eigentlich auch so lassen. Dass jetzt erstmal hier die Schlacke weggebrutzelt wird. So, jetzt müssten wir eigentlich Stahl haben. Untergrund Uran. So.
Okay, weißt du was? Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die sind aus Stahl. Aus Stahl wollen wir die nicht. Jetzt kriegt jede ihr eigenes Gefäß. Denn wir haben jetzt keins für Silber. Machen wir das, was Jo wollte. Wobei ich weiß gar nicht, ob Jo das so gesagt hat. Aber herzlichen Glückwunsch. So, damit läuft Stahl wieder. Und wir können die erstmal wieder reinnehmen. Anscheinend will ich einen Sniper-Turret bauen. Den hier hinten. Nochmal Uran. Also, wir haben hier jetzt Gold. Dann machen wir hier erstmal kopieren. Machen wir hier Silber. Hier lassen wir Stahl. Hier machen wir Plastahl hin. Dann machen wir hier Jade hin. Und hier Uran. Auch wenn wir Uran im Moment, also Jade und Uran im Moment nie machen würden. Wir verkleinern dieses Gebiet. Aber es kann ja durchaus sein, dass wir irgendwann so einen hohen Uranverbrauch haben, dass wir das tatsächlich brauchen. Trägt er jetzt die Silberdinger hin? Ah, hier wurden endlich mal die Dinger gebaut. Endlich. Der ist auch fertig. Das heißt, wenn die Stahl unten durch ist, können wir unten oben direkt nutzen. So, machen wir mal weiter im Text. Jo hat geschrieben, wenn du das nächste Mal durch ein Quest Kanonenfutter bekommst, verwende es auch. Okay. Wie viel Strom liefert so ein Kraftwerk oder was? Das ist ja keine Ahnung. Deswegen bauen wir es zwar ja. Ich nehme mal an, dass die schon ein bisschen was bringen. Ich weiß halt nicht, wie viel. Guck mal, die fangen schon an, Boden zu glätten. Das ist sehr gut. Weißt du, diesen Spacer-Container, den machen wir wieder weg. Und wir stellen diese, ach so, die Datenkonsole, die schieben wir einen rüber. So, damit man hier noch hingehen kann.
So, weiter im Text. Die Sniper-Turrets haben ja echt rasiert. Deswegen baue ich die ja auch immer, weil die sind eigentlich auch relativ präzise. Also das sind meine Lieblings-Turrets. Die sind präzise, machen auch relativ viel Schaden. Die Vulkankanone sieht zwar cool aus und ballert auch heftig, aber die ist so unpräzise. Also gegen große Menschenmassen ist die Vulkankanone gut. Gegen effektiv einzelne Gegner wegballern sind die Präzisionsdinger gut. Das Problem ist, wenn jetzt hier 10 Leute kommen, dann ballern alle Präzisionsturrets auf den ersten. Während die Vulkankanone alle treffen kann. Ne, das heißt, so eine Kombi aus beiden ist eigentlich ganz gut. Was natürlich auch sehr effektiv gegen große Gegnergruppen sind, wäre der Blast-Turret. Das Problem ist, die machen auch ultra viel Damage bei eigenen Sachen. Zum Beispiel, wenn jetzt unten die Turrets, wenn ein Nahkämpfer zu diesem Turret gekommen ist, der wird unseren Turret komplett wegbomben. Dann fliegt alles in die Luft. Deswegen baue ich diese Blast-Turrets so ungern, weil die so viel Area-Damage machen. Gegen große Gegnergruppen sind die natürlich mega gut, aber ja. Hier einen dicken Mörser. Aber was ist mit den Automörsern oder habe ich die nicht mehr? Turrets, die eigentlich ganz interessant sind, sind die hier, weil die brauchen kein Strom. Ich meine, wir können mal ein paar bauen, einfach so ein bisschen verteilt. So, wo kein Strom ist oder sowas, können wir bauen mal einfach einen dahin und einen hierhin. Das Problem ist aber auch, dass die auf eigene Leute, glaube ich, schießen könnten, ne? Ja, die Railgun sieht tatsächlich nicht so krass aus, aber die Frage ist, wie viel Schaden die eigentlich überhaupt macht. Ja gut, die hatten 45% Rüstungsdurchdringung. Das ist schon nicht schlecht. Wenn ich das richtig sehe, braucht die Bauteile für zum Wiederherstellen. Ja gut, wie viel Damage natürlich hier die Orangeschosse machen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber okay. Machen wir weiter im Text. Ja, ich hätte gern einen Recon-Helm und eine Recon-Rüstung, wenn die wer verkauft, weil du ja nicht wusstest, was du kaufen kannst. Weil zu viele Skulpturen. Ich glaube, ich habe sogar einen Recon-Helm gesehen, aber es war keine Rüstung dabei. Können wir die nicht auch selber herstellen? Ich glaube, dafür müssen wir erstmal die besondere Rüstung da erforschen, ne? Und da brauchen wir, glaube ich, zweimal erstmal die Blueprints, die wir kaufen müssen. Hier, Kataphratenrüstung oder sowas. Oder wie die heißt. Das heißt eigentlich, die nächste Fuhre hier könnte ich wieder auf Silber gehen. Ah, die sind zwar unter 50%, aber ich nehme mal eine Fuhre Gold mit. Gucken wir mal, wo wäre denn das Uran? Hier ist aber wenig Uran. Uran sind echt sehr kleine Teile. Das liegt aber nur daran, weil ich so viel Uran habe. Aber ich denke, das wird sich ändern, sobald das hier in Betrieb ist.
wir haben endlich mal einen Transportbot. Sehr schön. Wieso liegt denn hier eine meisterhafte Sniper rum? Wem fehlt denn eine Waffe? Götterfunke? Wem fehlt denn der Gladius? Jeder hat ja einen Gladius als Zweitwaffe bekommen. Götterfunke. Kann mal einer bitte den Bot da hinsetzen jetzt? Ah, danke. Ich regel schon. So. So. R5, T1. Oh, ich habe den falsch rumgebaut. Hey, Jo, du bist ja gerade da, ne? Mist. Okay, der Bot hat's geregelt. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn jetzt endlich mal hier... Guck mal, wie schnell der Bot auch ist. Das nenne ich jetzt mal Tragehilfe. Das heißt, jetzt brauchen wir bald vielleicht keinen Tragetag mehr. Na gut, wir werden auf jeden Fall noch einen Tragebot brauchen. Bald kann ich hier das Schiff bauen. Beleuchtung machen wir natürlich als letztes. So, das Schiff kann... Ja, okay, ich würde sagen, wir bauen zuerst... Wir machen auch erst... Lassen wir die Wände glätten. Weil sonst kommen wir hier nachher nicht mehr an die Wände. Beim Schiff, glaube ich, würde das funktionieren, aber... Sicher ist sicher. Ist irgendwie beruhigend, denen beim Glätten zuzugucken. Aber guck mal, wie schnell ich eine Wand glätte. Aber ich habe ja auch hier Wandglättungsimplantate. Hier, plus 50% Glättung. Plus 40% Glättung. Alter, ich habe drei Dinger geglättet, wo ein Bot ein Ding geglättet hat. Sogar ein bisschen mehr als drei. Aber anscheinend habe ich weniger Akku.
Wir haben 3 Bohrer. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Mining-Bot, ne? Damit auch alle 3 Bohrer benutzt werden. Achso, das sind alle. Alter, da ist die Railgun aber voll daneben gegangen. Pascal, töte sie! Wieso ist dein Schild aus, Pascal? Ist wohl nur gegen Fernkämpfe. Gute Arbeit, Pascal. Müssen wir nachher erstmal gucken. Also, dass die Swarmlinge verrückt werden, das ist scheiße. Ah, Hilfe! 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 Licht, Dunkel, helf, hilf mir! So, ich habe ein bisschen kassiert. Ach, aber keine Gefahr. Ich glaube, das Gefährliche an den Swarmling ist, wenn die tatsächlich hier dir einen Swarmling implantieren, weil dann stirbst du nach einer gewissen Zeit und platzen 4 neue aus dir raus. Ich glaube, das ist so wirklich das Gefährliche an denen. Ich weiß nicht, ob das mit Androiden passieren kann. Habe ich gerade Jo repariert? Ich glaube, wir machen mal alle Bots gerade aus, um zu gucken, ob ein Bot repariert werden muss. Die anderen sind alle in Ordnung, ist wirklich nur der eine. Die haben Androiden dabei, alles klar. Ein Android, der die ganzen Menschen anführt. Ne, sogar 2. Können ein paar Vögel verkaufen. Die haben Mechanodroiden-Teile, die kaufen wir. Kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir, kaufen wir. Wir verkaufen das Gehirn. Den 1-Chip, den 3er behalten wir. So, wir verkaufen die Skulpturen. Die haben keine Rüstung für Jo. Dann behalten wir doch die Dinger, weil ich kann nicht genug kaufen. Ich könnte noch ein bisschen Plaschall kaufen, aber das wäre jetzt Geldverschwendung. Aber die Fähigkeitstrainer geistiger Arbeit, den gönne ich mir noch.
Ja, sonst machen wir es so. Wobei, jetzt kann ich auch wieder das Ding hier verkaufen. So. So, geistige Arbeit. Mike müsste voll sein. Ich glaube, ich gebe das sogar Jo. Aus dem einfachen Grund, weil wenn der geistige Arbeit hoch hat, dann kann der viel besser, also dann könnte er hier vielleicht Dinge bauen, die er sonst nicht bauen kann. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mir gebe, bringt nichts. Mike, bringt nichts. Götterfunke, bringt nichts. Also der Einzige, wo es ein bisschen Sinn machen würde, wäre tatsächlich Jo. Dass er dann, also es geht mir hier um diese Implantate, ne? Weil es muss ja eine Handwerk hoch haben und noch was anderes, um hier bestimmte Implantate bauen zu können. Zum Beispiel Tricoder vielleicht. Na okay, Medizin. Aber Jo muss ja auch später noch Medizin kriegen. Hier sozial und sowas. Hat's Jo jetzt schon genommen? Jetzt hat er 7. Immerhin. Ah, der Feuerwurm ist ready. Ich glaube, wir lassen den deaktiviert. Weil im Moment kann der ja eh nicht arbeiten. Läuft auf Ersatzbatterie. Geht halt darum, beim nächsten Angriff kann Günther den steuern und dann einer von den Wissenschaftlern steuert dann den und dann ist das unsere Frontline. Dahinter wäre dann Pascal und dahinter wäre dann Dinom, dann Jo und dann sollte es eigentlich keiner mehr dahinter sein. So, haben wir den zweiten Mining-Bot? Wenn das so weitergeht, kriegen wir sogar vorher noch den Transportbot, den zweiten. Das wäre natürlich mega nice. Jetzt muss man ja gerade direkt mal ausnutzen, dass wir die Ressourcen haben. Gleich kriegen wir den Anti-Logik-Chip. Wenn der die jetzt... Oh, der baut den schon. Der baut schon den Anti-Logik-Chip. Ah ne, er baut den Mining-Bot. Hm. Wir hatten nicht genug Bauteile. Einmal noch den, dann kommt der Anti-Logik-Chip und dann kriegen wir den nächsten Transportbot. Das heißt, dafür brauchen wir natürlich erstmal wieder ein paar Bauteile. Aber ja, natürlich, es kostet Unmengen an Silber hier alles. Diese Nano-Kits, die muss ich, glaube ich, mal verbieten, zur Heilung zu nutzen. Weil die sind natürlich auch ultra teuer. Wenn ich richtig lesen kann, steht da eine 39. Aber gut, das sind hier die ganzen Teile. Ich weiß gar nicht, wo die dabei sind. Hier. Aber die haben natürlich auch andere Funktionsweisen. Sind besser als der hier. Aber ich brauche keine Krankenstation für Menschen. Zumindest noch nicht.
Ein Mensch. Er wehrt sich. Er hat zuerst angegriffen. Wir wollten ihn ganz normal einsperren. Alter, der hat verstärkte Läufe dabei. Hä, welcher Bot macht denn das jetzt? Ein Handwerksbot repariert einen Menschen. Das ist doch ein Mensch. Oder ist das ein T4? Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Da, Mensch. Nein, er hat schon wieder die Dinger benutzt. Ich glaube, ich muss die mal hier verbieten. Also ich meine, natürlich, ich kann es auch hier umstellen. Was ist das? Was ist denn mit Günther los? Warum hat er denn hier so viel Gutes? Günther? Liegt das an dem Chip? Tatsache. Tatsache. Das heißt, jeder bekommt noch einen VX3-Chip. Ach du Scheiße, das wird teuer. Aber erst T4. Aber gut zu wissen. Was kann man denn noch sehen? Das ist ja auch ein Mod, meine ich. Habe ich nie benutzt. So, da ist der Mining-Bot. So, jetzt kommt der Anti... Logik-Chip. So, jetzt kommt der Transport-Bot. Das ging aber schnell. Wird anscheinend nur zusammengesetzt. So, jetzt kann Jo eigentlich aufhören. Kann mal einer bitte den Bot da hinlegen? So, beide Transportbots, zwei Miningbots. So. R5, T2 und R1, M2. Das heißt, die Dinger sind jetzt voll ausgelastet. Halt Micha und beide Bots. Gut, theoretisch könnte Günther machen, aber Günther macht nur Steinbruch. Der macht keinen Bergbau. Oder eigentlich doch. Eigentlich doch. Egal, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.